Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Opening von mir und BeiSkelP. Wir haben heute die Pokémon Inselwächter GX Kollektion hier mit dem Kapufala und Kapukümme GX. Und diese schöne Box werden wir auch aufmachen. Pokémon hat was Geniales gemacht. Und zwar hat Kapufala, ist ja eine der begehrtesten Karten, die es gerade gibt, auch eine der teuersten. Und wenn man competitive spielen will, dann braucht man die einfach für ein gutes Deck. Und ich finde es auf jeden Fall mega. Hier ist einmal mit der Rückseite. Ich finde es auf jeden Fall mega, dass sie diese spielbare, super seltene Karte mal abgedruckt haben. Die normale Karte liegt so bei 20 Euro. Und deswegen ist es mega schön für neue Spieler, dass sie sich diese Box kaufen können, um einen guten Anfang schon mal für ein Deck zu haben. Und wie gesagt, ja, deswegen machen wir die Box heute mal auf. Und dann gucken wir gleich mal, was hier alles genau drin ist. So, die Plastikverpackung ist schon mal an die Seite. Sie noch um Stunden handeln. Packung kommt an die Seite und dann schauen wir mal, was uns hier alles in dieser schönen Box erwartet. So, wir haben hier erst einmal das Kapukümme GX. Ich habe mal eine neue Kamera, ich hoffe, das ist relativ gut. Wie gesagt, Kapukümme, hier ist ein A für alternatives Artwork. Das ist Karte 39A von 147. Ich glaube, das ist aus, wie hieß das Set? Keine Ahnung. Aufziehen der Sturmröte. Kann vielleicht das sein. Dann haben wir noch den Star der Box. Das Kapufala GX. Wie gesagt, sehr spielbare Karte. Ein Muss für jedes Deck. Das ist die Karte 60A von 145. Sehr schönes Artwork. 170 KP. Dann haben wir noch einmal das Kapufala. Oh, was hier unten da geknickt ist. Als überdimensional große Promokarte. Ja, dazu kommen wir ja nicht. Oder, ja, ist halt eine überdimensional große Promokarte. Dann haben wir hier noch unsere ganzen Booster. Hier ist einmal die Codekarte für das Ganze. So, und dann haben wir hier unsere 5 Booster. Wir haben hier einmal Sonne und Mond. Also, verstehe nicht warum. Dann haben wir hier zweimal Echo des Donners, darauf freue ich mich besonders. Einmal Stunde der Wächter, wo wir vielleicht sogar nochmal Kapufala ziehen können. Und einmal ein Ultra Prisma. Und wir fangen an mit Sonne und Mond. Eigentlich schade, weil ich habe das Sonne und Mond Set schon komplett vollständig. Ich habe ein komplettes Master Set. Deswegen ist es eigentlich fast eine Verschwendung schon, dass ich das Boost aufmache. Aber naja, so der Kartentrick war, ich glaube, die ersten drei nach vorne. Schauen wir mal, ob es richtig war. Im ersten Booster haben wir einen Corazon, eine Doppelfarbless-Energiekarte, ein Dragonier, ein Yorkleff, ein Wingull, ein Snubbull, ein Carnivana, ein Zubat, ein Slimer Reverse und unsere Rare ist ein Enton. Dann geht es weiter mit dem Sonne und Mond Stunde der Wächter Booster. Eine Codekarte. So, die drei kommen nach vorne. So, hier haben wir einmal das Mondscheibenpodium, einmal Maho, das Sonnenkreispodium passen dazu und alle drei ankommen zwar Trainerkarten, Macholo, ein Chanaira, ein Schnäppke, ein Pampam, ein Knofenser, unsere Reverse ist ein Tentoxa und die Rare ist ein Tromboknon Holo GX. Achso, und noch die Energiekarte. Weiter geht's mit Ultra Prisma, folgen darauf mit einem Vollikurva GX. So, die Codekarte. Dann die drei nach vorne. Obwohl, vier waren das, glaube ich. Naja, egal. Wir haben hier einmal ein unbekanntes Fossil. Dann das Kinoso. Ein Mangus Spector, ist ein schönes Artwork. Pionskora. Ein Schlorp. Ein Panflam. Ein Quatermark, auch ein sehr cooles Artwork. Ein Haspiro. Ui, dann haben wir hier eine Prisma-Karte. Solgaleo. Und die Rare ist ein Toxiquark. Achso, das Solgaleo ist auf dem Reverse-Slot. Achso. Aber schon mal ein nicer Pull. 160 KP. Mit der Attacke Anfangsstern und Corona-Einschlag.
Hast du schon mal etwas wenigstens. Und dann haben wir noch unsere zwei Echo des Donner Boosters. Echo des Donners Booster. Ich habe noch keinen Booster davon aufgemacht, deswegen mal schauen. Aber auf jeden Fall, Echo des Donners ist ein mega, mega geiles Set. Das ist ja das größte Set, was jemals bei Pokémon rausgekommen ist. Und es gibt so viele geniale Decks, die man damit bauen kann. Auf jeden Fall mega, mega cool. So, anfangen tun wir mit einer Kampfenergiekarte. Dann den Feenschmuck vom Typ Pflanze. Eine sehr schöne Karte. Ein Chaloco. Fabian, jawohl, die brauche ich sogar noch. Kann man spielen in ein paar Decks. Ein Snubbull. Ein Garstella. Ein Feuerriegel. Ein Venikro. Dann haben wir ein Vadrivir. Und Lebenswald Prisma, also unsere zweite Prisma-Karte. Und die Rare ist ein Psyana. So, der Lebenswald Prisma Stadion kommt mal auch in die Hülle. Spiele ich auch zurzeit. Man kann während des Zuges 60 Chancenmarken von einem Pflanzen-Pokémon und einem speziellen Zuschauer entfernen. Also naja, schon mal solide Puls. Und das letzte Booster. So, dann kommen die vier wieder nach vorne. Und dann schauen wir mal, was uns im letzten Booster dieser schönen Kapufala GX-Box erwartet. Eine Feuerenergiekarte, ein Zubiris, ein Rockara, ein Lamelux, ein Snubbull, ein Garstella, ein Feuerriegel, das sind ja fast die gleichen Karten, ein Venikro, ein Vadribi, Bobungus ist unsere Reverse, eine Common. Und die letzte Karte ist ein Suicune GX. Also nochmal ein krasser Pull am Ende. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 180 KP mit der Ability Phantomkräfte, der Attacke Heilfluss und Eisfinger GX. Und ja, das war's von dieser Island Guardian, also Inselwächter GX Kollektion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen freuen, über ein Abo natürlich auch. Und schaut auf jeden Fall auch mal bei meinen ganzen anderen Videos vorbei. Sind sehr unterhaltsam. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.